Ja Leute, was geht? Es geht weiter hier mit Let's Play Sing City. Kurze Zwischeninformation, bevor ich es vergesse. Ich habe die Kämpfe jetzt auf normal gestellt, weil... Nee, ich möchte nicht mal auf schwer. Und wir können es ja... Ich will es unbedingt... Ja, ich komm. Es reizt mich gerade. Dieses blöde Kackbuch, ne? Komm, machen wir jetzt. So, es geht weiter. Schön hier, die Sing City ja mal vielleicht mit normal. Musste auch den. Ich wusste, dass man das auch runterschalten musste, dass man neu laden musste. Musste man. Habe ich gemacht. Meine Munition sieht auch dementsprechend gut aus. Naja. Okay, geht natürlich besser, aber. Leute, es ist akzeptabel. Und es ruckelt. Naja, gut, das ist aber. Oh, aufhören. Der ist aber nicht der PC. Also, glaube ich. Was ist das? Best Aid? Sehr. Will mir das Spiel hier ein First Aid Kit verweigern. Ich weiß nicht, wo es ist. Aber jetzt sollen die Gegner auch ein bisschen weniger aushalten. Laut Schwierigkeitsgrad. Vielleicht sind die doch gar keine Gegner mehr. Denn hier muss halt irgendwo im Buch liegen, ich will jetzt die ganze Zeit gucken. Wo das Buch ist. Ja, das geht viel schneller. Ja, so gut. Oh Gott. Au, das ist eine Kombi, die mag ich nicht so ganz so gerne. Wenn ich ehrlich bin. Darf ich ehrlich sein? Eine Comedy-Scheiße. Ja, das war viel zu früh. Hey! Ach Leute, ja, ja! Übertreffen doch gar nicht, ne? Ist nicht übertrieben. Zum Glück noch normal. Okay, die Gegner waren richtig schnell tot, die Viecher. Alles eine eben nicht, aber... Man muss es aber auch so übertreiben. Gleich, alter Schwede. Das war das Problem, ob ich das Buch nicht bekomme. Bekomme ab die Gegner. Jetzt mal ohne Witz. Geht jetzt. Mach mal den hier. Alter. Ich kann Fähigkeitspunkt mehr. Scheiße, ich brauche unbedingt. Ich gebe unbedingt Energie voll, Alter. Jetzt weiß ich, dass ich jetzt mal Energie mache voll. Das ist ja hier. Yeah, scheiße, es war geil. Kriege ich ganz so viel. So. Ohne Witz, ich will nicht da 300 Mal sterben. Und ich würde es ganz gerne auch weitermachen. Wo kann ich jetzt welches Buch das jetzt nur ist? Wie heißt denn das Buch? Verstecktes Buch. Heißt das Verstecktes Buch? Ja, das ist es. Ich habe es in einer sehr komischen Reihenfolge gemacht. Ja, die ersten Folgen von diesem Fall sind dann woanders verfügbar. Sind Feuer, ganz viele Feuer, aber ist auch nicht so schlimm. Es ist ja nur gesammelt. Das muss man dazu wissen, Leute. Okay, muss ich hier mal nach oben. Warte mal, was. Schon früher, finde ich gut. Es fehlt wieder Stoff. Dieses blöde Stoffproblem jedes Mal, Alter.
so die Schatten. Ich finde es aber ein bisschen ekel, dass so viele auf einmal. Ein paar ist ja vollkommen akzeptabel, so, aber so viele auf einmal ist dann halt schon scheiße. Oh ja, geil. Oh ja, was? Ich habe Stoff bekommen. Oh. Hey! Nimm mal auf damit! Muss man sterben? Nein. Gut, danke. Danke fürs 3 Jahre zu spät sterben. Gottes Willen, diese Mission, ne? Dieser Fall, ey. Ja, der muss aber auch gemacht werden, ha? Oh, ich habe einen Molly bekommen. Molly finde ich prinzipiell immer geil. Gerade für diese großen Kackviecher. Oh, du lebst natürlich immer noch. Ist logisch. Du bist tot, ne? Ja, du bist tot. Endlich mal eine gute Nachricht. Endlich gefunden. Dolengesänge. Ein Champion verrät, dass dieses Buch einst das Eigentum der Miskatonic-Universität war. Es ist nicht nur alt, sondern uralt. Die einzelnen Worte bilden Strophen, aber die Sprache, sie wird von den Dolen im Tal von Pnaf gesprochen, wo Welten kollidieren und die Zeit nicht existiert. Die Buchstaben ergeben scheinbar keinen Sinn, doch wenn man sie laut liest, schließt sich dem Leser ihre Bedeutung. Drus Urod Ezig. Ezura kas uhanu zu zidolce zitrisu triso fujas tonas. Der Staub geht da nieder, alles Leben nähert die Mutterende. Wir Dolen kriechen unter der Haut ihres Gesichts. Okay, vielleicht soll ihr immer den Raum hier verlassen. Wird dir schon mal was bringen? Oh, Alter, was sind das für Drogen, sag mal? Dass du von so einer Psychose dass es dann noch funktioniert mit dir, Alter. Das ist eine Droge. Okay. Buch in der Ruine. Einige Frauen hier erzählten sich von einer Häuserruine im Zentrum des Bezirks Coverside nahe dem Sendemast an der Kreuzung Landing Avenue in Kingsport Street. Sie sagten, die Geschwister des Hauses und seiner Familie würden immer noch ein unheiliges Buch lesen. Mehrere Neuankömmlinge, die sich in dieser Ruine niederlassen wollten, sind verrückt geworden. Ist ja toll. Was ist das hier? Dein Lebenskraft erhöht sich, ja bitte. Da höre ich das, Alter. Ich will das voll haben, alles. Alles mit Energie zu tun, muss voll werden. Ruinen nahe dem Sendemast an der Kreuzung in Avenue im Coverside Zentrum. Also, wie heißt die Straße? Nahe an der Kreuzung Landing Avenue und Kingsport Street. Da kann man sogar schnell reisen. Weich. Alter. Da haben wir endlich mehr Energie, Alter. Ohne Witz. Das wurde aber auch Zeit. Ja, wir haben ja schon sehr, sehr viele Speicherpunkte oder
Fähigkeitspunkte. Ja, dann muss ich ja nicht durchgeladen haben. Ich habe auch keine Lust, mich jetzt hier. Ganz ehrlich, die fressen echt viel Munition. Also es ist echt ein bisschen arg, was die Teile zu fressen. Und ich glaube, wir werden trotzdem immer noch Probleme haben mit den Gegnern auch. Ich muss immer nennen. Liebe Grüße. Da bist du mal. Scheiße, es wäre witzig gewesen, wenn das jetzt genau gereicht hätte. Oh, was soll die Kacke? Oh ne, jetzt macht er sich da so Schatten. Oh. Nichts mehr mit dir. Piss dich. Du stinkst. Oh, fürs Edkit. Echt gut. Alter, ja, ist es eigentlich gewollt, dass man deine Energie nicht auffrischen kann? Das ist ein komischer Weg. Also. Jesus. Wir haben es gefunden. Piss dich. Wir sind hier kaputt. Cassildas Lied. Entlang der Küste brechen sie die Wolkenwellen. Die zwillingen Sonnen sinken unter dem See. Die Schatten werden länger in Carcosa. Absonderlich ist die Nacht, in der schwarze Sterne aufgehen und fremdartige Monde kreisen durch die Himmel. Doch fremdartiger ist noch immer das verlorene Carcosa. Lieder, welche die Hyaden dort singen sollen, wo die Fetzen des Königs wettern, müssen ungehört sterben im düsteren Carcosa. Lied meiner Seele, meine Stimme ist tot, stirb ungesungen, wie auch ungeweinte Tränen, trocknen und sterben sollen im verlorenen Carcosa. Jo. Tschüss. Ja. Einmal hier. Na, bis aufs Auto. So. Und dann. Genau. Das ist da nicht rein. Eingeraten. Oh Gott. So. Da hätten wir dieses Büchlein auch fertig. Dann ist das jetzt hier was. Die Kirche zu bauen war eine Buße. Tag für Tag schuftete er ohne Lohn. Er schleppte Steine und legte sie auf die feuchte Erde von Salvation Harbor. Wenn er abends in sein Haus hinter der Kirche zurückkehrte, konnte er nicht einschlafen. Das Buch, das einst seine Vorfahren über den Ozean brachten, flankten nach ihm
Als der Bau der Kirche abgeschlossen war, fand der Priester einen Baum mit einem Glockenseil. Das Buch wartet immer noch darauf, dass jemand kommt und daran liest. Das Haus des Kirchenbaus befindet sich in der Old Church Road zwischen der Seven Oak Street und der Windham Street im Zentrum des Bezirks Salvation Harbor. Selbst Sutterflut will niemand das in dem Haus wohnen, weil es nach wie vor einen schlechten Ruf hat. Ja, wird zum Grund haben. Old Church Road in Salvation Harbor hier. Aber hier haben wir keinen. Haben wir echt gar keinen. Gar keinen Schnellradepunkt oder sicherlich. Old Church Road zwischen Seven Oaks Street und Windham Street. Hier ist die Straße, hier ist die. Ich war irgendwo hier, ne? Na, Erlöserkirche. Die Bücher sind eigentlich noch, die wir sammeln müssen. Drei Stück, okay. Dann machen wir das. Wir müssen sowieso ziemlich weit fahren. Und auch ein bisschen umständlich, wir müssen natürlich ein bisschen umständlicher fahren, wenn wir jetzt nicht in die Gegner horden wollen. Aber wir gehen straight hier lang. Ne, wir fahren nicht umständlich, wir gehen straight dann. Die gehen gegen jetzt der Richtung. Okay, da haben wir also noch keine Schnellreisepunkte. Das war fies. Das war ein bisschen blöde. Wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Okay, wie fahre ich jetzt? Wir fahren einfach, ja gut, wir fahren. Wir nehmen eine, oder wir nehmen, müssen wir gar nicht. Wir können einfach die Strecke nehmen, dann woanders parken. Das sind keine Gegner. Aber wir wissen es ja nicht. Ich weiß nicht, ob wir schon alle Gegner jetzt dort gefunden haben. Ich glaube eher nicht. Aber wir hoffen mal das Beste. Naja, geradeaus. Ich hätte irgendwie ganz gerne aus dem ganz kleinen Map oben, das wäre geil. Aber gut, da fahren wir eigentlich einen Kompass. Ja, und wir haben die große Karte. Gut, so. Die Map ist ja auch nicht so groß hier, die Open World. Insofern kommt man ja ganz schnell mal von mehreren Straßen einfach weg. Das ist ja auch der DLC-Fall. Und den wollte ich natürlich auch machen, ne? Mit ja,
Hey, Kirche, der hat mir nichts zu tun, ne? Können wir doch mal reingucken. Aber eigentlich müssen wir dann wohnen. Ich glaube, wir können uns hier ein Thema umgucken. Vielleicht ist es ja auch die Kirche. Auch wenn es da überhaupt keinen Hinweis zu der Kirche oder. Nee, ich glaube nicht. Nee, da müssen uns auch Monster angreifen. Weil ich glaube, ich weiß gar nicht, warum die immer von Monstern geschützt werden. Allen erhängt. Aber hier sind wir wohl richtig. Gut. Wenn ich die Viecher bei mir wohnen hätte, dann würde ich mich auch erhängen. Scheiße. Natürlich reicht es nicht. Ja, schon schön gewesen, um wahr zu sein. Ihr fresst aber mir zu viel. Sagen, ey. Hallo. Immer nachladen? So, man hat keine Munition mehr. Ist ja geil. Echt. Hol mir irgendwas. Alter, was ist denn das hier für ein Spuk, ey? Der Defemis Mysteries. Der Umschlag dieses Buches besteht aus schwarzem Leder mit Kupfereinsätzen, die bereits eine grüne Patina-Schicht aufweisen. In dem Werk werden die Rituale und Hilfsmittel von Priestern beschrieben, die nach den Welten streben, die jenseits der unsrigen liegen. Als Erlang bezeichnet man einen Gegenstand, in den der Anwender seine Seele hineingibt, bevor er ins Jenseits reist. Zunächst benötigt er eine Muschel oder ein abgeschliffenes Stück Holz von der Küste. Diesen Gegenstand muss er dann am 20. Tag des Lunarmonats maximal 10 Schritt von der Flutlinie entfernt auf den Boden legen. Genau 9 Tage später muss er die Stelle mit 2 Kreisen und bestimmten Symbolen kennzeichnen und dann dreimal den Zauberspruch
Kulu Klu Sia Asa Nimreg Ayim Igu Kakaman aufsagen, um den Gegenstand seine Macht zu verleihen. Die mit ihrer Macht, ey. Toll, ich habe nicht mehr genug Munition. Gut, dann machen wir das. Aber jetzt sehen wir alles voll. Jetzt gehe ich ja wieder raus, sonst wird er noch, dann noch wahnsinnig. Ich habe nicht so Lust drauf. Meine Munition. Viel Munition tragen macht ja auch schon Sinn, aber. Aber bringt halt auch nichts, wenn ich sowieso es momentan nicht voll bekomme. Verhextes Buch. Die Legenden aus der Region sind vielleicht mehr als reiner Aberglaube. Ein Dutzend Hexen wurden an einem großen Apfelbaum gehängt, der immer noch in der Nähe der Mostmühle steht. Und in Aufzeichnungen befindet sich ein Geständnis. Eine der Hexen gestand, dass ihnen der Teufel höchst selbst ein Buch mit machtvollen Sprüchen vermacht hatte. Das Buch entzieht sich den Blicken Sterblicher und wartet, bis die Hexen wiedergeboren werden und zurückkommen, um es zu holen. Die Hexe, die einst dieses Geständnis niederschrieb, wohnt irgendwo nördlich der Kreuzung Common Road und Museum Avenue im östlichen Teil des Bezirks Reed Heights. Ob das Buch noch dort ist? Museum Avenue habe ich ja schon mal. Und hier, Common Road, nördlich von Common Road, Museum Avenue. Irgendwo hier, ne? Ja. Haben Sie ein Problem? Rock, verschwinden Sie! Ich gehe doch schon. Wo ist jetzt hier die Schnellreiter? Da ist die Schnellreiter gewesen. Old Grove, dann gehen wir von da aus zu Fuß, dann müssen wir kein Boot nehmen. Keine Ahnung, ich gehe mal ein bisschen zu Fuß. Ich weiß nicht, ob das logisch ist. Keine Ahnung.